Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch das letzte Buch vorstellen, was ich gelesen habe. Und zwar ist das Hinter zerbrochenem Glas, ich finde schon das Cover so schön, von Josie Charles. So sieht es aus. Ist ein Taschenbuch mit irgendwas um die 300 Seiten, 330 Seiten. Und wie immer verlinke ich euch das unten in der Infobox. Und aus dem Klappentext habe ich inhaltlich eigentlich was ganz, ganz anderes geschlossen. Hier steht nämlich, eine Hafenstadt voller Geheimnisse, ein Haus umgeben von Glühwürmchen und eine Liebe, die vom Schicksal vorherbestimmt scheint. Juliette, mit meinen reichen Eltern lebe ich in den Hügeln von Bar Harbor und habe alles, was man sich wünschen kann. Doch ein zerspringender Spiegel ändert alles. Das Klirren löst Erinnerungen an ein Leben in mir aus, das nicht meines sein kann. Meine Familie verheimlicht mir etwas und ich weiß, wo ich die Wahrheit herausfinden kann. Im alten Haus an der Livingston Road. Caden. Ausgerechnet Juliette steht vor meiner Tür. Sie will sich hier umsehen. Was hat sie nach all den Jahren hergeführt? Verflucht. Sie ist so schön geworden, dass ich mich ihr kaum entziehen kann. Aber ich muss. Denn von allen Frauen der Welt ist sie die einzige, die für mich tabu ist. Was, wenn du dich ausgerechnet in den Menschen verliebst, in den du dich niemals verlieben solltest? Und anhand dieses Klappentextes habe ich eigentlich darauf geschlossen, dass es um so etwas geht wie Wiedergeburt, vorherbestimmte Liebe, beziehungsweise eine Liebe, die nicht sein darf, die über... dass die Seelen sich aber immer wieder finden. Irgend sowas in die Richtung. Und sowas lese ich tatsächlich auch sehr, 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 sehr gerne. Aber ich wurde überrascht. Also ich habe das auch wirklich, als ich angefangen habe zu lesen, war ich immer noch so in diesem Film, dass es irgendwas mit Wiedergeburt zu tun hat. Und erstmal geht es auch die ganze Zeit so in diese Richtung. Und erst so, ich würde so sagen, im letzten Drittel des Buches wird das Ganze dann aufgeklärt. Und als ich das Buch gelesen oder angefangen habe zu lesen, hätte ich niemals mit dem Ende gerechnet. Never, never. Irgendwann dann so im Laufe des Lebenslesens bekommt man dann so eine Ahnung. Also Juliette und Caden verbindet schon eine gemeinsame Geschichte. Und man bekommt dann im Laufe der Zeit so eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Aber wie das dann tatsächlich am Ende ausgeht, so krass hätte ich es wirklich nicht erwartet und auch nicht damit gerechnet. Das Buch ist unglaublich süß und romantisch. Also so diese... Oh, Momente. Es ist spannend. Es hat auch was von einem Krimi, weil man halt die ganze Zeit überlegt, okay, wie könnte es jetzt gewesen sein? Wer war das? Wie war das? Was ist da passiert? Wie ist es passiert? Und natürlich auch so Rückschlüsse aus verschiedenen Dingen ziehen kann. Von daher war das so eine richtig schöne, runde Mischung. Es war nicht zu krass. Es war auch nicht zu sülzig. Also es war eine schöne Mischung aus all diesen Komponenten. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ich habe das auch wirklich innerhalb von wenigen Tagen gelesen. Das war mal wieder so ein Buch. Und genau deswegen stelle ich es euch auch vor, wo ich wirklich den Drang dann auch hatte, in jeder freien Minute zu lesen, auch abends zu lesen. Und das passiert nicht oft. Also da muss ein Buch schon wirklich gut sein, die Geschichte sehr, sehr gut sein, dass du dranbleiben willst, dass du weiterlesen willst. Es war an keiner Stelle so, dass du sagst, okay, die Handlung hat sich jetzt hier wie Gummi gezogen. Gar nicht, das hat man ja manchmal in so Büchern leider. Also hier von Anfang bis Ende war ich dabei, war ich drin, war interessiert, wie es weitergeht, wie es vor allen Dingen ausgeht. Also auch das Ende war eine schöne, runde Sache, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also echt eine schöne Sache. Wenn ihr noch so eine schöne Sommerlektüre sucht, vielleicht auch was für den Urlaub, weil 330 Seiten ist auch nicht viel, das schafft man gut. Ist auch ein Taschenbuch, also schön leicht, ein schönes Format. Dann möchte ich euch das sehr ans Herz legen, weil mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Es war so eine schöne, locker, leichte, perfekte Sommerlektüre. Ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox und schreibt jetzt gerne unten in die Kommentare, was eure Sommerlektüre für 2019 ist oder welche Sommerlektüre ihr empfehlen könnt. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!